So, weiter geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Das ist richtig gesagt. Ja, und das ist so richtig schnell und so richtig Richtig perfekt. flüssig. Flüssig und schnell Als und hättest du richtig das schon perfekt. 30 Mal gesagt. So, dann nehmen wir die Pflanze hier mit. Hacken diesen Baum da um. Ich Ah, finde, das Bäume darum fällen schon. geht aber auch irgendwie schneller, habe ich das Gefühl. Kann es sein? Ja, wenn man es richtig anstellt und nicht so oft auf die gleiche Stelle drauf hackt, dann vielleicht. Welche Errungenschaft hast du bekommen? Irgendwas mit Bauen oder sowas, glaube ich. Ah ja, Nee. okay. Also irgendwas mit 50, irgendwas habe ich 50 mal 50 gemacht. Bäume fällen vielleicht oder so? Nee, ich glaube 50 Objekte gebaut oder irgendwas oder hingestellt oder so. Okay. Mal noch einen Nein, Baustein oh, hinzufügen. jetzt ist hier schon wieder diese Scheiße. Also sowas ärgert, aber sowas darf nicht öfter vorkommen. Das müssen sie rauspatchen, weil jetzt kann ich den wieder, der geht wieder nicht. Ich kann ihn wieder nur zerteilen. Dann tun auf die andere Seite runter, vielleicht geht's dann da wieder. Oder warte, wenn ich jetzt einen zweiten hinbaue? Ja, habe ich auch schon überlegt. Doch, es geht's. Echt? Oh gut, bei mir geht's nicht. Sehr schön. Ach, guck mal, wer uns wieder besuchen kommt. Hey, ich steck die Waffe weg. Oh, die war lange nicht mehr da. Ja, die war echt lang Na, nicht mehr da. die Hi, wie voll ist. geht's? Wie geht's? Na, danke. Danke. Sehr nett von dir. Meine Hübsche. Na? Guck mal, was wir hier bauen. Wir bauen hier eine Wand, damit du nicht mehr zu uns kommst. Moment, nein. Okay, dann würde ich eh sagen, wir schlafen mal. Komm schon, ich möchte es sein hängen. Lass mich das hier nehmen. Soll ich sehe gar nichts mehr. Ich gehe jetzt schlafen. Wow, er streckt mich doch nicht so. Sagen wir dem Typen nochmal, er soll sich ausruhen hier. Das wäre eigentlich geil, wenn er eigentlich nach der Machtpause. Nacht eigentlich auch ausgeschlafen wäre. Deswegen sage ich ihm jetzt, dass er Pause machen soll und wir schlafen und ich weiß nicht, ob das was bringt. So, ich habe gesagt, er Wirkt soll gut, danke. Pause machen. Okay, So. legt sie. Oder so, okay. Ja, dann, das ist ja seine Entscheidung, ist eine freie Entscheidung. Einmal speichern kurz. Sieht Und. sehr, sehr gemütlich aus, das Bett übrigens. Ja, ich denke es mir auch schon. What could be wrong? Oh, oh, What could go okay. wrong? Interessant. Wie heute Ah. früher. Ich schaue raus. Hä? Wo kommt der jetzt her? Flashbacks. Und der ist nicht erfroren. So, jetzt. Oh, Okay. also gut. Das ist Okay, das natürlich. ist natürlich geil mit den Schneespuren, muss ich sagen. Das ist jetzt. Wie ist das, wenn ich Nee. das Feuer anmache? Weil ich sehe gerade, ehrlich gesagt, hier nichts. Okay, es schmilzt ein bisschen weg. Sehr schön. Das ist irgendwie geil gemacht mit den Schneespuren. Joa, ich finde es auch sehr, sehr Richtig schön. schon sehr realistisch. Nice. Dann esse ich was. Die bringt uns noch mal was Schönes. Da hättest du nicht draufsteigen müssen. Da hättest du auch außenrum gehen können. Oh, ist jetzt dieser Teich eigentlich zugefroren? Das würde mich jetzt interessieren. Das würde mich Danke jetzt. dir, meine Liebe. Sehr nett von Nein. dir. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man mit der auch handeln kann, weil ich immer. Und dann vor allem die Schrotflinte und die Waffe da ist. Leute, was machen die jetzt? Hallo? Okay. Oh, ich dachte schon. Mir Ich ist dachte schon. Ja, weil kalt. die hat sich gerade auf ihn gesetzt. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Aber ja, hallo? Na gut. Es ist natürlich jetzt mit den Pflanzen auch ein bisschen doof, glaube ich, oder? Ja, definitiv. Aber es hört sich gut an. Da ist einer. Shit. Bleib weg. Ich hab Pfeil und Bogen. Aha. Hast du dem Marvin. Ah, da geht er irgendwo hin. Hast du ihm den Befehl gegeben? Nee. Okay, dann macht das vielleicht selber automatisch. Nee, der tut auf Feind zeigen. Okay. What could go wrong?
Hohl. Stämme. Da ist auch was drin. Ich weiß, was drin ist. Okay, dann ist da halt nichts drin. Ich brauche Schädel. Okay, der Schnee hört sich aber geil an. Ja. Der hört sich richtig gut an. Und auch die Schneespuren einfach, das ist nice. Das ist echt nice. Also der Winter ist geil. War der jetzt eigentlich zugefroren, der? Nee. Mann, oh Gott sei Dank. Du bist kalt und nass. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Kann ich jetzt, warte, wenn ich das Inventory drücke, wenn ich die andere anziehe, ist mir dann nicht mehr so kalt? Ich glaube, wenn man ins Wasser runter geht, dann ist einem etwas kalt. Oh. Let's do it. Alter! Es ist interessant, wenn man auf ein. Alter, da fliegt Schnee runter, wenn man auf die Bäume hackt. Das okay. Ist. Alter, das sind diese Kleinigkeiten, ja. Hast so richtige Schneewolke vor dir irgendwie. Nice. Hallo. Obwohl, eigentlich müssen wir hier ein bisschen. Die Richtung nochmal gehen. Echt jetzt? Eine Scheiße. Na ja, gut, dann nicht. Okay, die Jahreszeiten feiere ich gerade voll. Oh ja. Bleib da. Man ist im Schnee langsamer, fällt mir gerade auf. Bei den Reh komme ich nicht mehr hinterher. Ist vorbei. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass ich nicht mehr da gekommen bin. So. Boah, weil so Bäume, die halten und die ballern schon viele Blöcke mittlerweile runter, ne? Ja, gut. Alter, sieht richtig schön aus, wie der Schnee und so auf dem ganzen Zeug liegt. Hallo, Reh. Ja. Tradesman. So, na du, hast deine Pause gemacht, dann hol. Stämme und Behälter füllen. Let's go! Kann das sein, dass du die ganze Zeit in diese Falle reinrennst? Die ist die ganze Zeit ausgelöst und die ganze Zeit ist nichts drin. Ich wollte schon fragen, ob du die ganze Zeit reinläufst. Nee. Ich achte da mal extra drauf. Ich auch. Ich habe Videobeweis. Kannst du gerne anschauen. Ja, ich auch. Lol. Er wird der Heck. Ja. Es ist Winter, Winter, Winterzeit. Zupidu.
Ja, manchmal der letzte Balken, da geht schon nicht, das stimmt schon, also. Schöner bei dem Winter ist, du kannst deine Fußspuren folgen und dann weißt du ungefähr, wo du bist. Ja. Oder wie du da gelaufen bist. Geil. Oh nee, jetzt habe ich da diesen. Ich möchte nicht. Was möchtest du nicht? Ich möchte den Spitzsack. Ach, fix. Wenn ich ihn da unten jetzt hinbaue, geht's ja dann. Kann ich wieder keine Spitze reinballern? Du? Ja. Doch, du schon, okay. Ah ja, da geht's bei mir. Ah, jetzt nicht mehr. Ah, wunderbar. Bist ein Gold, Esel. Adler, ja. Komm her. Ja, Tiefflug und fliegt einfach weiter. Reh, ich habe dich nicht. Seid mir alle zu schnell. Dum 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 dum. Ja, sieht richtig heiß aus mit diesem Schnee. Ja, mega, gefällt mir richtig gut. Okay, dann bauen wir es so weit und dann gerade runter. Ja. Ja, dieses Palisadending, das funktioniert nicht. Also mit dem Spitzen reinhacken, das ist schon schwierig. Wenn das manchmal einfach nicht klappt, ne? Das ist zwar ein schönes. Wieso habe ich dich nicht erwischt? Scheiße. Holt der jetzt auch Bäume? Weil ich glaube, der fällt gerade ein, oder? Ne, der ist bei mir. So, aber jetzt, oder? Weißt du, was mir gerade kommt? Diese Frau. Ja. Wenn man mit der handelt, auf der zweiten Seite kann man der so Schrotflinten-Symbol und so. Meinst du, dass sie dann da irgendwie später mal was verbessern kann, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist das, was ich gemeint habe, dass ich es komisch finde, dass man mit der handeln kann. Also, dass man überhaupt mit der interagieren kann und dass dann, dass du da sie diese Schrotflintensachen und sowas mit Pistolen und sowas, dass die da so integriert sind. Das ist schon komisch. Kurze Frage, magst du die ganzen. Hä? Lol? Magst du die. Was heißt denn das? LOL! Okay. Au! Ah! LOL! Schaden bekommen. Nicht gut. Habe ich eine Rüstung verkackt. Diesmal machen anscheinend die Speere auch ordentlich Damage. Ja, bin auch schon reingelaufen. Hä? Wo bist du reingelaufen? In so einen Stock. Wo hast du noch so eingesetzt? Nee, ich habe am Spielanfang mal gebaut und dann mal reingelaufen. So. Hab ihn halt wieder entfernt. Aber das werde ich jetzt auch machen, weil ich habe den hier so mittendrin entfernt. So. Noch nee, jetzt fange ich schon wieder an. Komm jetzt auf. Du setzt den da hin. Hab ich eigentlich noch einen Schädel? Nee, hab ich nicht. Knochen habe ich. 3, ich könnte eigentlich noch eine Knochenrüstung bauen eventuell. Nee, ich habe keinen Kleber mehr, kann ich nicht. Schade. Kannst du da eine Spitze reinhacken? Kann es sein, dass der Schnee schon wieder verschwindet? Oder? Nee. Ein bisschen hat es aufgehört, ja. Kannst du hier? Oh Mann, nee. Ja, ich bin schon da. Ups, ich habe jetzt falsch ausgewählt. La 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 la.
Nope, geht bei mir auch nicht. Aber meistens funktioniert es dann irgendwann, wenn du noch ein paar Dinger dran setzt. Dann funktioniert es irgendwann mal. Irgendwie gefühlt, dass er halt irgendwie nicht erkennt, dass das irgendwie zu einer Palisade gehört. Mal schon wieder angeschafft. Nice. So. So. So, dann würde ich als nächstes da, glaube ich, richtig runtergehen. Dann hier so gerade schön hier runter. Ja, genau. Und dann eigentlich kann man dann hier mal einen Turm bauen. Meine Frage war, sollen wir die Dinge innerhalb der Mauer oder außerhalb der Mauer lassen? Man könnte die auch nochmal abreißen und dann um die Mauer rum nochmal einzeln ein bisschen verteilen. So in alle Himmelsrichtungen so ein bisschen. Oder möchtest du so sie so geballt lassen? Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe mir eh gerade einen Schädel genommen, weil ich sowieso für meine Lampe einen Schädel brauche. Ja. Doch noch. Es wäre ganz schön, wenn ich wüsste, wann er sich ausruhen muss und wann nicht. Wie in welchem Status der gerade ist. Das wüsste ich gern. Muss ich zugeben. Ja. Weil man weiß es nie so richtig, habe ich das Gefühl. Der Typ könnte auch schon zwei Baumstämme tragen können, so wie wir. Ja. Das ist ein Weicher, der Typ. Aber ich überleg gerade echt, ob ich mit so einem starken Pfeil, also mit so einem Kohlefaserpfeil, mal so ein Reh anschieße, ob der da One-Hit ist. Ja, klar, könnte man. Aber wenn der halt wegrennt mit meinem Pfeil, dann ist der Pfeil für den Arsch. Ja, da muss dann dranbleiben. Oh, wenn ich da jetzt so runtergehe, ist da eine Knochenlage im Weg. Halt um das Knochenlager rum. Ja. Gehe ich nochmal hier so ein bisschen schräg. Dadurch, dass die Balken die ganze Zeit wegrollen, ist das immer so ein Problem, weil ich die dann irgendwie nicht mehr finde. Teilweise. Yep. Das Phänomen habe ich auch schon. Nein, nicht hauen. Mach das Spitzchen. Sehr schön. Aber die rollen echt bei jeder Scheiße, so. Bei jedem kleinsten Hügel fangen die an zu rollen. Hier ist kalt und nass. Da unten liegen welche. Da ganz unten. Der rollt immer noch, Alter. Das ist ja nicht mehr normal. Aber vielleicht holt die ja mal der andere dann, der Kelvin. Ich frage mich nur, wie weit der jetzt echt geht. Also. Hoffentlich komplett map-weit. Wenn er uns gefunden hat, vielleicht hoffe ich echt, dass er da irgendwie. Oh, lol, unten liegen ja auch noch so viel. Weil da hoffe ich nämlich auch drüber, weil wenn der so einen Radius hat, wäre es ja doof, weil ab welchem Punkt ist der Radius dann, weißt du? Ab von uns gesehen? Ja. Aber das kann ja auch nicht sein, weil der ja schon alleine hier war und gesammelt hat, während wir unterwegs waren. Ja, immer der Letzte irgendwie, der macht immer Probleme. Oh, was hast du da für mich? Das Aloe Vera. Zu gütig. Dankeschön.
So, da ist noch. Was ist das für ein komisches Geräusch hier? Mal so, das sind auch nochmal zwei Baumstämme. LOL. Ich habe mich gerade gefunden, was ist das für ein Geräusch? Und ich glaube, das war Zähneklappern von meinem Charakter, beim kalt war. Dann habe ich mir ein Feuer gestellt und dann war es weg. Und der hat auch so gezittert. LOL. Okay, cool. Bin mir aber nicht sicher. Wahrscheinlich war es einfach nur ein Bug und das hat ja gepasst. Wahrscheinlich. Haben wir manchmal noch Balken einfach so in der Gegend rumliegen? Okay, das ist doch ein Stein. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber die Angriffe haben ein bisschen aufgehört. Ist es dir aufgefallen? Also ich will es jetzt nicht verstehen. Wir haben ja beim Dorf haben wir ja ein bisschen, weißt du, meinst du, das hat eine Auswirkung? Weiß ich nicht. Aber die Kannibalen, also die Typen, die krabbeln, ne? Ja. Die uns immer angegriffen haben, die gehören, weil, also die, das sind nicht dieselben, die im Dorf sind. Weil die im Dorf kämpfen gegen die auch. So? Ja, ja. Was? Aber einmal waren ja beide bei uns und habe ich gesehen, dass die gegeneinander gefightet haben. Also die sind anscheinend auch nicht so. Ah, okay, gut zu wissen. So miteinander zu sprechen. So, ich glaube, jetzt kann ich dann wieder runterkommen, oder? Jo. Oder im Winter, das ist vielleicht von der Jahreszeit auch. Na wohl, im Herbst waren es eigentlich auch dann. Ja gut, aber Herbst und Winter sind, ja, weiß nicht. Aber das ergibt schon Sinn, dass die so in der Jahreszeit irgendwie in der Höhle bleiben oder sowas, weil es draußen zu kalt ist, weil die sind ja theoretisch nackt, ne, alle. Ja. Das könnte schon Sinn ergeben, dass man da mehr Ruhe hat. Geht eigentlich das Bauen, also so eine Mauer bauen. Das geht doch schneller, wie ich jetzt dachte, ehrlich gesagt. Voll, ja. Bin very positive überrascht. Aber weil ich auch das Gefühl habe, dass dieses Baumfällen viel schneller geht in dem zweiten Teil. Weil das war doch immer, der hackt da normal weiter. Hallo? Oder dass man auch effektiv weniger Baumstämme braucht für so eine Mauer. Dass das einfach beim alten diese Blaupausen waren und die halt. Ja. Nö, das waren eigentlich sehr ähnlich viele, glaube ich. Ich meine, da kannst du ja nicht. Ne, Baumstamm ist Baumstamm. Aber ich habe das Gefühl auch beim Hacken, wenn deine Energie aus ist, war das doch immer beim ersten Teil, dass er so. Und erstmal gar nichts mehr gemacht hat, so ungefähr. Und hier macht der einfach normal weiter, aber dafür, glaube ich, vielleicht ein paar Hundertstel langsamer oder so. Weiß ich nicht. Boah, ich dachte, das ist ein Mutant, aber das ist der Kelvin mit zum Baumstamm gekommen. Vom Winkel her hat sie echt gerade verrückt ausgeschaut. Es ist jetzt gar nicht, er macht ja nicht so viel Baumstämme, also es ist nicht voll übertrieben, dass du jetzt gar nicht mehr Baumfällen gehen musst, aber so eine kleine Hilfe ist schon, weil der macht schon so 5 Baumstämme, die du dir sparen kannst dann, ne? Vor allem jetzt, wo wir ja zurückgekommen sind von der Tour, war das Lager voll. Das stimmt, Spaß. Also während du unterwegs bist. Also könnten wir echt überlegen, zu sagen, so 4 Lager oder so. Aber dass man so ein bisschen Vorrat hat. Ja. Leute, hier ist noch eine Kiste. What the fuck, was machen die hier? Da ist eine Granate und irgendwas drin. Ach, du konntest die aufmachen, weil bei mir war die immer verpackt. Die kommst du davon. Ja, nein, das hab ich so nicht.
oder? Oh, da kommt jemand, da. Die greifen an. Hinter dir. Hä? Mir ist. Ich bin drinnen. Jetzt läuft er wieder weg. Oh, 2, 3, 4. Oh. Oh ja, warte mal, ich nehme mal kurz meine Messer in die Hand. Lol, als ob. Nein. Okay, aber gut, das war, ja, der ist genau mal, über die Spitzen. Aber der ist genau über die zwei Dinger gesprungen, ja. Ne? Okay. Da kann der nicht mehr drüber springen dann, okay. Oh nein, das ist der Fette. Das ist mit der goldenen Maske. Ich krieg die Krise. Ja. Als ob das jetzt der ist. Der verpisst dich, der macht jetzt nicht die Mauer kaputt, oder? Doch. Keine Pfeile mehr, das ist doof. Dann machen wir wieder so. Headshot! Nice, nee, der steht ja, doch wieder auf, der steht doch wieder auf. Wenn du einen Taser, achso, klar, hau noch ein paar Headshots rein. Oder kippt um, da kann ich einmal... Komm, kipp um. Hä? Boah, das war daneben. Okay, ja. Okay, ich glaube, jetzt ist er tot, aber jetzt backt er da so durch die Mauer durch, das ist natürlich belastend. Ah, der hat so einen Beutel dabei gehabt, das ist ja schön. So, neuer Versuch im Kopf. Ich will deine goldene Maske haben. Lol, what the fuck. Wow, ich wurde weggekickt. Sogar im Tod ist er noch aktiv. Sieht echt ekelhaft aus. Ja, okay, dann ist der halt da drin. Auf dass er irgendwie rausgeht. Ich tu ja, mal die. Mal ich, ja, ich weiß nicht, ob ich gerade die Dinger schnell entfernen soll. Ach komm, scheiß drauf. Vielleicht ist er mal weg. So. Ist hier noch irgendein Bumpstone? Okay. Okay. Hast du anscheinend auch meine hübsche, ja. Oh, die Arme friert. Sie friert. Hä? Da greift doch irgendwer an. Da, die greifen an. Lol, unser Typ ist tot. Hey, hey, hey. Hol Dämme und Behälter füllen. Let's go. Ich warte. Ah. Mann, ich hab den gerade einen Befehl gegeben, du Motherfucker. Kind of. Lol, der Gewehr ab, der wehrt ab, der Sack. Ja. Oh oh, Sandwich. Sandwich. Oh, der steht auf Sandwich. So. Lol, lol. Ist das jetzt wieder Buggy? Wie im ersten Teil. Da hinten steht wieder einer. Das ist wie, so, wie ein Battlefield, das ist dieser Zaunhüpf-Bug eigentlich. Warte, wenn ich den jetzt schmeiß, haben wir dann zwei Leichen da, oder? Nee. Deine, wow! Deine verschwinden einfach. Okay. Lustig. Ey, bald sind wir schon rum mit unseren Palisaden. Ist ja richtig nice. Das ist aber auch relativ flott jetzt eigentlich. Ist ja richtig nice. Eigentlich innerhalb einer Folge eigentlich geschafft, die Palisade. Gut, in der ersten Folge haben wir, also in der letzten Folge haben wir angefangen, aber dafür haben wir jetzt in der Folge das schon fertig gemacht. Also. Keine 50 Folgen, aber gut, die ist eine kleine Mauer. Also ich einfach nur mal ein bisschen drumrum. Ja, ja. Das ist ja nur so ein Anfang. Und dann kann man es immer wieder erweitern, so gesagt. Genau. Ich glaube, Frost 1 hat man ja auch, glaube ich, so mehr Ringe, ne? Ein bisschen erwartet dann immer, ja. Wie die Baumstämme aber wegrollen, das nervt. Bisschen. What the fuck? Was ist das denn? Was hast denn du hier für ein Eck gemacht? Was hast du da so ein Eck gemacht? Ja, weil da das Knochenlager im Weg war und dann bin ich doch wieder ein bisschen raus. Raus? Aber du bist ja doch rein. Hä? Hab ich jetzt nicht so. Na egal. So, so. Das war mein Weg. Hier entlang.
Nee, das ist nicht mein Weg. Ist das mein Weg? Da unten liegen sie. Sehr schön. Hallo, Eichhörnchen. Sehr schön. Die Baumstämme sind am Weg liegen geblieben. Das ist eigentlich dann schon für einen Anfang. Ich sag mal, für so eine Hauptbase, also so eine kleine Startbase, ist es doch jeder sein Häuschen und eine Mauer um unser Häuschen rum. Und ein kleines Lager so vorne im Hof. Ist optimal, finde ich. Also. Super. Ja. Finde ich geil. Hinter dir, hinter dir. Was ist nur für ein Problem? Kleiner Kackschnitzel. Oh, shit. Das war knapp. So, ein paar Knochen aufheben. Von einem Kollegen noch, der eben da war. Das Wasser ist zugefroren. Echt jetzt? Oh, man kann drüber laufen. Es gibt 100 pro irgendwo eine Stelle, wo du nicht hinkommst und... Ah, das Boot oder das rote Ding? Obwohl, das ist Meer. Das ist jetzt... Wäre interessant, ob auch das Meer zugefroren ist. Ja, stimmt, da hast du recht. Ja, eher nicht. Also, ob es so kalt ist, dass ein Meer zufriert. Würde ich jetzt auch nicht erwarten, sonst kann man ja sonst laufen. Na gut, vielleicht nur am Rand, weißt du, so dass irgendwann mal... Natürlich nicht bis mitten ins Meer, aber... Ja, wo ist die Leiche hin? Ach, da. Ganz viele Knöchlein. Was aktuell noch nicht so geil ausschaut, ist, wenn man über das Eis drüber läuft und es knackt dann so. Das sieht ein bisschen strange aus. So Schneehäufchen. Okay. Schau ich mir gleich mal an, das Zugefrorene. Gut, also wenn ich drauf hau, ist noch Wassergeräusch. Wie sie dir zuguckt. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das ist ein bisschen doof gemacht. Scheiße, das hätte ich vielleicht nochmal trinken sollen, bevor... Scheiße. Aber eigentlich sollte man den Schnee trinken können. Theoretisch. Rein hypothetisch. Das sollte auch was bringen, wenn man einfach Schnee in den Mund nimmt. Das ist doch so aus einer Art Trinken, ne? Hey, mach das Zeug nicht kaputt! Kleiner... Boah, nee, das ist ein Fetter, der hat mich voll weggetreten. Alter, Digga! Okay, ich bin weg. Der macht's kaputt, ich kann ihn aber nicht verteidigen, der hat mich ja zweimal weggetreten. Der sind mir hinterher. Mich macht er kaputt. Ah, bau schnell hin! Alter, Mann, Alter, Digga, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Oh nein, oh nein, oh nein. Der ist mega stark. Der hat mir alles, der hat mir, glaube ich, zwei Rüstungen und das komplette Leben weggerotzt. Du kommst nicht an den Rand, der kickt dich sofort weg, wenn du einen Nahkampf machst. Wow, what the fuck? Alter, sterbe jetzt nicht, ich sag's dir. Dann hol mich zuerst. Der läuft weg. Oh, Gott sei Dank. Er greift die Mauer und das ist... Warte mal, ich tu mal schnell meinen Taser aus. Oh scheiße, er ist da. Bist du in der Nähe? Ich. Der greift die Frauen. Du bist... Nee, du bist nicht da, ne? Doch, ich bin neben dir. Ich musste nur... Aha! Doch, ich bin da, ich bin neben dir. Der Taser ist gut. Ist er tot? Ah, da war was. Da, Lederbeutel. Das habe ich mir schon gesnackt. Hey, wieso kann man den eigentlich nicht... LOL. Hm? Bei mir ist gerade die Leiche, glaube ich, verpackt. Oder ist er wirklich so hässlich? Der ist... Abbild von ist dir verpackt, halt wahrscheinlich. Glaub ich. Eins, zwei, drei, vier. Du bist durstig. Also ein paar Pfeile nochmal. Weil mit Pfeilen bin ich eigentlich am besten zu fighten eigentlich.
Ja, aber mal ein bisschen auf Abstand bleiben kann. Ja. Eins, zwei. Achso, ich habe nicht so viele Steine jetzt. Scheiße. Boah, jetzt muss ich einen Medic nehmen oder. Nee, komm, ich muss eh was essen. Ja, gut, mit dem Durst ist es jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Oh, guck mal, der hat die voll gemacht. Sehr schön. Ich stelle mich kurz ans Feuer. Setze mich kurz hin. Die Frage ist jetzt, wie lang bleibt jetzt noch dieser Winter? Ich bin eigentlich durstig. Der Herbst ist aber schon relativ lang da. Ja. Da müssen wir uns die ganzen Getränke und sowas alle für Winter aufbewahren fast, ne? Ist das so Trinkflaschen? Man konnte auch zuerst mit Trinkflaschen craften im ersten Teil. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie. Warte, ich probiere gleich mal was aus. Aber was mir auch auffällt, die Tage sind viel länger wie beim ersten Teil. Ja, viel länger. Das ist saugeil. Das ist wirklich angenehm. So. Sehr, sehr angenehm. Jetzt muss ich mal was gucken. Doch, 6. Also eine Tür ist eindeutig ein Querbalken hinmachen und dann kannst du es aufmachen. Bin mir ganz sicher. Wird so angezeigt. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dinger nebeneinander. Wie viel haben wir denn nebeneinander? Also aber das sind schon Palisaden. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boah, das sind aber viel. Weiß aber nicht. Also bei mir ist hier sehr viel in einer Reihe jetzt. Die sind alle in einer Reihe gebaut. Du bist durstig, du hast Hunger, du bist müde. Sehr gut. Wenn ich jetzt ein so ein Ding nehme, geht einfach nicht. Das sind so Palisadendinger, ja. Können wir mal vielleicht. Warte, ich probiere mal was aus. Wenn man den jetzt mal ein Ding halbiert. Ich tue den mal kurz hinlegen. Das könnte halt echt sein, ne? Aber laut Beschreibung sieht es nicht halbiert aus. Hallo. Weil dann hätten sie es ja reingeschrieben, halbieren, oder? Hm. Weil das ist halt richtig doof, weil sonst haben wir zwar jetzt eine Mauer, aber theoretisch... Alles offen. Aber ich sehe jetzt auch den Fehler nicht, muss ich zugeben. Boah, sieht gerade ganz aus. Oder siehst du den Fehler? Boah, scheiße, ich friere richtig hart gerade. Okay, Nacht, da ist anscheinend nicht zu spaßen, wenn Winter ist. Aber wir könnten schlafen gehen. Ja. Was ist denn davon? Boah, das sieht richtig fett aus, jetzt der Himmel. Ja. Boah, wie geil. Auch die Schneeflocken schauen echt realistisch aus. So sag dem Typen schnell, dass er sich auch ausruhen. Hier ist kalt und du bist was. Mach Pause. Alter, bringt das kleine Feuer nicht mal was? Doch, jetzt. Du hast dich. So, ich geh rein. Rückspeichern. Ich hoffe mal, dass ich jetzt im Schlaf nicht verdurst. So. Okay, es ist immer noch Winter, sehr schön. Aber ich würde eigentlich direkt die Folge wieder beenden. Damit fast haben wir die Palisade geschafft in einer Folge, aber nicht ganz. Aber damit verabschiede ich mich und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Sons of the Forest wieder. Sons of the Forest. Verdammt! Scheiße. Das war gut. Okay. Ciao. Ui.